Wiederholung ist ja der beste Lehrmeister. Darum wollen wir uns heute mal damit befassen, was die Monade eigentlich ist. Wir wissen ja bereits, dass das aus dem griechischen Monas kommt und eins bedeutet, eine Einheit, unteilbar auch. Und das ist natürlich am Kern eines jeden Atoms ist die Monade. Und das Atom, kann man sagen, ist die Manifestation dieser Monade oder Verlangenseinheit oder Gottesfunken, wie man das auch nennen kann. Natürlich sollte man vorsichtig sein, wenn man eine Monade beschreibt, denn die Monade ist ja das, was erkennt. Ja? Also, wenn die Monade selbst sich beschreiben müsste, dann könnte sie das gar nicht. Nicht durch den Erkenntnisvorgang. Ja? Also wir müssen ganz vorsichtig mit diesem Thema umgehen, denn die Monade, sagen wir mal die nicht erlöste Monade, die noch anhaftet, die kann eigentlich durch Beschreibung immer nur erklären, was sie nicht ist. Und zum Beispiel der Körper, das Gefühl, das Denken und so weiter, also hin und her wogende Elemente, Verlangenszustände, denen die Monade anhaftet, das alles ist sie nicht, könnte sie sagen. Aber wir wollen trotzdem mal versuchen. Also, der Mensch ist ja von zusammengesetzter Natur, sieben Prinzipien mit der Monade im Zentrum, sagt das Buch des Lichts. Ja? Und da findet ja ein Evolutionsvorgang statt, ein Entfaltungsvorgang, ein Entwicklungsvorgang. Da werden also alle Eigenschaften, die in der inneren Natur unsichtbar sind, latent, ja, oder habt ihr schon mal ein Gefühl gesehen? Ich nicht. Den Ausdruck eines Gefühls, ja, das habe ich schon gesehen. Das kenne ich von mir selber auch sehr gut. Mal extrem und mal nicht. Und da kann man sagen, dass im Inneren eines Wesens eben diese latenten Dinge verborgen sind und die Monade es dann diese Entfaltung dieser Dinge bringt und sich aus der Monade entfalten, hervorgebracht werden, Svabhavat Essenz. Da gibt es also dann eine Möglichkeit, dass diese Dinge natürlich sichtbar werden und dann sozusagen, zum Beispiel im Gefühl, sich dann im Körper dann weiter ausdrücken durch Hass und Liebe und so weiter, was es halt so alles an Gefühlen gibt. Man kann ja sagen, dass das wie mit einer Eichel zu vergleichen ist, die also in sich den ganzen Baum hat und den dann entfaltet. Man kann sagen, dass eine Samenentwicklung oder Entwicklung aus den Samen für alle Organismen zutrifft. Pflanzen, Tiere, Menschen, die entwachsen oder entstehen einem Samen. Und die sind aber so klein manchmal, dass man das gar nicht wahrnehmen kann mit dem bloßen Auge. Wenn wir also zum Beispiel den ätherischen Samen, kann man sagen, den monadischen dann auch, eines Menschen, der ist so klein, der ist unsichtbar und doch ist er da. Wie kann so etwas geschehen, dass ein Same, der kaum sichtbar ist, sich da entwickelt? Zu einem Menschen, zu einem Baum, zu einer Pflanze, zu einem Genie, zu einem Dummkopf, muss man ja sich fragen, die Frage mal stellen. Dieses Gesetz, meine Lieben, immer Entwicklung von innen nach außen, vom unsichtbar zum sichtbar. Ja? Da fragt ja auch der Schüler den Meister, oder ja, er fragt erst den Meister, wo kommt der Baum her? Und sagt der Meister, vom Samen. Er sagt, wo kommt der Samen her? Und er sagt, mach auf. Also er schneidet den Samen durch. Was siehst du? Noch was Kleineres. Schneide das auf. Was ist da drin? Nichts. Da kommt's her. Da werden natürlich jetzt viele bereits abschalten und sagen, das verstehe ich nicht, das macht nichts, ob man etwas versteht oder nicht, sondern es geht hier darum, ob etwas Sinn macht oder nicht, was man sagt. Und dann kann man, wenn man sich damit befasst, irgendwann versteht man dann schon. Also, jede Evolution geschieht immer vom uns Unsichtbaren zum Sichtbaren.
Das ist das Evolutionsprinzip und deshalb vereinen wir hier auch alle Evolutionisten und auch alle Schöpfungsanhänger. Das wissen wir ja bereits vom Buch des Lichts. Im Herzen eines, im Zentrum eines Samens ist ein Prinzip. Und das ist ein Funken und das ist die Monade. Man sagt zwar Atma Buddhi, aber das sind eben nur Namen, die man einer Sache gibt, die per se man nicht beschreiben kann. Aber man versucht halt, so gut es geht. Und wenn man dann das Monadische erleben will, dann muss man auch diese Beschreibung loslassen. Die führt ja nur dazu hin, dass man dann angelangt an dieses Geheimnis, dann meditativ loslässt. Ja? Das ist also ein Gottesfunken. Und der hat Drang, der hat Verlangen, meine Lieben. Der will sich ausdehnen. Das nicht Ausgedehnte will sich ausdehnen. Man könnte jetzt sagen, im Falle einer nicht erlösten Monade, durch Nichtwissen bedingt, will sich was ausdehnen. Oder einer Erlösten, eines Meisters, der dehnt sich aus, nicht aus Verlangen per se, sondern, naja, wenn man will, auch Verlangen in der Weise, dass er anderen helfen will. Aber die Hüllen genießen und so weiter, das interessiert ihn nicht. Ja, im Gegenteil, er verlässt ja seine monadische Seligkeit und begibt sich in diese verrückte Welt. Dann in gewisser Weise auch begrenzt durch die Hüllen, die er aber sehr wohl beherrschen kann. Und meistens hat sich ein Meister den Körper eines Mannes ausgesucht. Also männlicher Körper. Ja? So, jetzt, das ist also einmal diese Situation, wo die Monade im Zentrum allen Seins ist. Ja? Die Monade. Man kann sagen, dass das also das Zentrum einer Saat ist, die sich im Pflanzenwesen, Pflanzensamen, im menschlichen Wesen haben wir auch Samenstrukturen und so weiter und so weiter. Und wenn eine Saat tot ist, dann wächst sie nicht. Warum? Weil da keine Monade mehr drin ist. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt einem Bauern sage, ja, der wird wahrscheinlich etwas erstaunt schauen. Also eine belebte Struktur ist eine Struktur, in der die Monade wirkt. Eine unbelebte, in der sie nicht wirkt. Und nun ist aber eine Evolution, eine monadische Evolution, das sich ausbreiten, bedingt durch Verlangen, nicht nur bedingt oder anwendbar auf den Körper, sondern auch auf das Manas, das Denken, die Seele, Geist und so weiter. Die haben ja immer einen eigenen Evolutionsprozess. Meine Lieben, es gibt ein Naturgesetz und das heißt Evolution, ja. Aber Evolution des Geistigen in die Materie, und das verstehen die Evolutionisten nicht. Die sehen nur die eine Hälfte und sagen, das ist bereits Evolution. Nein, das ist es nicht. Das ist Wirkung, nicht Ursache. In jedem materiellen Partikel, meine Lieben, ist ein universeller, zeitlos ewiger, unvergänglicher Lebensfunke eingeschlossen. Das nennt man die Monade. Wie gesagt, ein Wort aus dem Griechischen, eine Einheit bezeichnet, eine Unteilbarkeit. Das ist ein Punkt ohne Ausdehnung. Wer es zu fassen vermag, meine Lieben, der mag es fassen. Das ist völlig individualisiertes, nicht zerstörbares Bewusstsein, sozusagen außerweltliches, muss aufpassen mit dem Wort Bewusstsein, denn Mahathera, Dr. Georg Grimm, hat völlig recht, wenn er sagt, auch das Bewusstsein sind wir nicht und auch vom Bewusstsein müssen wir uns lösen, aber vom Bewusstsein von allen vergänglichen Anhaftungen. Und das, was dann kommt, das kann man mit Vorsicht, wenn wir den Begriff Bewusstsein nehmen, sagen, das ist das nirvanische Bewusstsein, frei von Verlangen und Anhaftung an allen vergänglichen Attributen, allem Anatta. Meine Lieben, mit Monaden kann man sich gar nicht oft und lange und intensiv genug befassen, denn es ist unsere wahre göttliche Wesenheit. Dieser Gottesfunken emaniert aus dem Urgrund, getrieben von Verlangen, bedingt durch Nichtwissen,
in die materielle Welt sich stürzend, ständig die Formen wechselnd, vom Mineral, Pflanze, Tier und so weiter bis hoch zum Menschenreich und weiter. Und dabei lernend, was er nicht ist. Wenn er das weiß, kann er sich davon lösen. Aber durch diese Schule des Anatta muss man erstmal durch. Es gibt Schwierigkeiten, auch unter Theosophen, die menschliche Evolution zu verstehen. Und das hat damit zu tun, dass viele verwechseln die Monaden mit den Rupas, mit den Formen, den Körpern. Ja? Die Monade ist der belebende Teil des Rupa, der Form, nicht die Form selbst, das ist ganz wichtig. Die Form selbst besteht aus Mula Prakriti, aus Urmaterie. Meine Lieben, man muss eins mal verstehen, beziehungsweise ein Missverständnis ist da, in dem sogar manche Leute, die das Buch des Lichts gelesen haben, aber flüchtig wohl nur, die sagen, jetzt habe ich es verstanden, die Tiere der Mondkette werden zu Menschen auf der Erde. Nein, alles muss vom monadischen Standpunkt aus betrachtet werden. Die Tiermonaden vom Mond wurden die Menschen auf der Erde. Ja? Aber jetzt kommt jetzt gleich wieder das neue Missverständnis. Ja, welche Monaden? Die Tiermonaden in den Mondmenschen? Oder meine ich die Tiermonaden der Tiere auf dem Mond? Wurden die zu Menschen? Das ist eine wichtige Frage, die man beantworten muss. Klar ist, die Tiermonaden vom Mond wurden die Menschen auf der Erde. Frage verbleibt nur, waren es die Tiermonaden in den Mondmenschen oder die Tiermonaden der Tiere auf dem Mond, die zum Menschen wurden? Und das ist ganz wichtig, meine Lieben, dass man, wenn man diese Lehre ernst nimmt, sich damit befasst. Also schauen wir mal. Ihr wisst ja von der Lehre, dass in jedem von uns jetzt hier in unserer menschlichen Konstitution ein Teil davon Tiermonaden sind. Die Tiernatur in uns, ja? Der Mensch benutzt das Denken nur allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Viele Menschen. Die Tiernatur ist in vielen Menschen noch drin. Vor allem in den Intellektuellen oder ziemlich oft in den Intellektuellen. Es heißt ja immer so schön, wir brauchen Bildung. Ja, wir brauchen als erstes Bildung für unsere Jugend. Ja, erstens muss mal die richtige sein und zweitens sind die gebildetsten oft die perversesten und größten Monster. Ja, Entschuldigung, muss mal so gesagt werden. Ja, da ist uns oft ein einfacher Kuhhirte lieber, der zum Beispiel wie mit dem Buddha Nirvana erlangte. Also, die Monade der wahre Mensch. Wir wollen mal schauen, ob wir da eine richtige Antwort finden oder was das Buch des Lichts dazu sagt. Denn in der Geheimlehre Blavatsky und so weiter wird da nicht so explizit darauf hingewiesen, obwohl explizit genug. Und man könnte den Schluss ziehen, dass dem so ist, nämlich so, wie ich es jetzt sage, wenn man die Geheimlehre wirklich verstehen würde in ihrer Komplexität. Und dafür haben wir ja, meine Lieben, das Buch des Lichts. Also, die Frage war, wurden die Tiere der Mondkette zu Menschen auf unserer Erde? Die Antwort war nein. Oh je. Dann haben wir weiter gesagt, die Tiermonaden vom Mond wurden die Menschen auf der Erde. Dann haben wir weiter gefragt, ja, welche Monaden? Die Tiermonaden in den Mondmenschen oder die Tiermonaden der Tiere auf dem Mond? Und da habe ich gesagt, dass in jedem von uns jetzt als Mensch, jetzt hier, Tiermonaden als Konstitution sind. Was ist der Unterschied zwischen einer Monade in uns, einer Tiermonade und Tiermonade eines Tieres? Egal welchen Tieres. Ein Fisch, ein Rabe, ein Löwe, was man will. Was ist der Unterschied zwischen der Tiermonade in uns und der Tiermonade in einem Tier?